Präsident Sven Scheidung, Geschäftsführer der Duisburger Modellfabrik. Wir als Betrieb, aber unsere Branche Modellbau an sich, wir waren schon immer ziemlich weit vorne in der Digitalisierung. Solche optischen Messsysteme, die CNC-Fräsen, 3D-Drucker, all das sind Sachen, die wir immer wieder weiter nach vorne pushen. Und jetzt mit der KI natürlich wird es da wieder einen Sprung geben. Den brauchen wir als Modellbauer auch, weil wir einfach weiter wollen. In der Ferne, im Fluss der Nebel, noch vor den ersten Strahlen der Sonne, lag ein Stampfen in der Luft. Eine unbekannte Melodei, magisch, mystisch und dennoch treibend. Und alles lauschte wie von Zauberhand, als die Klänge lauter wurden, wild rauschend wie ein ungezähmter Bach. Ein Ruck ging durchs Volk, denn jeder, der das Leuchten in ihren Augen sah, wurde sofort in den Bann ihrer Rhythmen gezogen. Neue Welten taten sich durch sie auf, und jeder von ihnen war ein Krieger. Sie trugen keine Waffen, aber den Stolz in ihrem Herzen. Bereit, ihrem göttlichen Selbst zu begegnen, traten sie in ihr inneres Licht.